not save me, 'cause I don't need saving. Und damit ein herzliches Willkommen zur EL2 meine ich natürlich, live aus Miami, aus dem wunderschönen Bundesstaat Florida. Wir sind heute, so wie ich es gerade erfahren habe, mit 20 Fahrern am Start, sowie ein Sachse seine Runde startet. Aber ist Yannick. Yannick ist auf einer Runde. Yannick, 3,5 Zehntel Verbesserung durch Sektor 2. Und damit müsste er momentan erstmal die Führung übernehmen. Kommt jetzt hier über die Linie. Hat er den letzten Sektor gut erwischt? 27,337. P1 für Yannick. Hayes über die Linie. 27,519. Platz 2 für ihn. Wir schauen auf Blackleg. Blackleg 28,958. Me name Tomato. Nein, das ist nicht Tomato. Das ist Jonas. Der wird aber fertig sein. Der wird nichts mehr fahren. Genauso ist es. Wir schauen auf Traudel. Der ist jetzt hier in der letzten Kurve. 1,1 Sekunden Verbesserung von ihm. Platz 6, 27,930. Wir schauen auf Big Ben. Ist es Big Ben? Big Ben kommt jetzt auch über die Linie. Butzer geht in die Box. Der zweite Alpha Tauri geht ebenfalls über die Linie, aber der war nicht mehr schnell. Big Ben holt er sich die Pole. Er holt sich die Pole um genau 10.000stel. Damit haben wir unsere Startaufstellung. Wir haben Big Ben auf der Pole, 10.000stel vor Yannick. Hayes auf der 3. Sachse mit, zusammen mit seinem Teamkollegen auf 4 und 5. Dann kommt Chish Gaming, der Traudel auf der 7, Fabian Bär auf der 8, Jonas auf der 9, Chin Chimi Chin auf der 10, Blackleg Sanji auf der 11, Formel 1 Fahrer auf der 12, Porken, der seinen finalen Run leider nicht absolvieren konnte, auf der 13, der arme Mark auf der 14, Cartman Cannonball auf der 15, Butzer auf der 16, Tomato auf der 17, Da Boy auf der 18 und LeBron, ja, auf der 19. So, und los geht's. Ampeln sind schon aus, war extrem schnell aus. Big Ben mit einem guten Start, aber Yannick hier wieder mit dem Monsterstart. Und er fährt auch auf Softs, sehe ich das richtig? Fährt er auf Softs? Nein, er fährt auf Medium Plus, genauso wie Big Ben. Hayes auf der 3, Sachse auf der 4, Bushi mit dem Harten auf der 5, Shish Gaming auf der 6 mit dem Medium. Wir haben einen Softrunner und das ist Da Boy. Da Boy aber schon einige Positionen verloren, beziehungsweise nicht verloren, aber Butzer hat einige Positionen verloren und er ist auch Verlierer des Starts mit 3 Positionen Verlust. Was sein gutes Recht ist. Hat auf der Straight jetzt knapp 4 Zehntel gewonnen. Und wir haben hinten Fights. Tomato gegen der arme Mark, side by side. Jetzt kommt Mark ein bisschen weit. Jetzt möchte hier Blackleg mit rein und überholt auch. Muss jetzt hier die weitere Linie nehmen und Traudel mit dem Spin. Traudel mit dem Spin in der Schikane. Und wir haben Gelb. Wir haben nur Gelb. Kein VSC, kein Safety Car. Und ebenfalls Me Name Tomato mit dem Spin in der Schikane. So. Und was passiert jetzt? DRS geht jetzt wieder auf. Reicht es für Big Ben? Big Ben wieder around the outside. Und er ist vorbei. Big Ben jetzt wieder in Führung. Hayes weiterhin auf der 3 und er kann gut mitgehen hier. Der hat auf jeden Fall die Pace jetzt gefunden. Bitter. Und damit jetzt der arme Mark auf der 9. Und jetzt in, ja, gibt es hier den Double Overtake? Es gibt den, nicht den Double Overtake, aber die Berührung von Formel 1 Fahrer gegen Mark. Das haben wir gesehen. So, Traudel vorbei an Mark und Formel 1 Fahrer wollte natürlich auch versuchen, aber ja, da war kein Platz mehr außen.
So, Buschi vorbei an Shish. So, sein Teamkollege sollte kein Problem sein, behaupte ich. Und danach ist er schon auf dem dritten Platz. Aber natürlich möchte wahrscheinlich auch Sachse hier den dritten Platz behalten. Aber ja, gegen die frischen Softs wird Sachse nicht wirklich viel ausrichten können. Und ich weiß nicht, 24 Sekunden nach vorne, das ist eine Hausnummer. 7 Runden. Ja, das nach vorne geht nichts mehr. Sachse kann jetzt eigentlich verteidigen. Sachse könnte verteidigen, aber Buschi geht vorbei. Buschi vorbei an Sachse. Und ich glaube, den hat er mal ganz kurz gesehen und innerhalb einer halben Runde ist er weg. Hayes und Raudl. Hayes noch dahinter. Wahrscheinlich nur noch ganz kurz. Boah, schönes Manöver hier von Hayes. Aber das war eine Warning. Das war auf jeden Fall eine Warning. So, Hayes jetzt hier mit der... Ja, und jetzt in der Traktion schon. Geht er hier vorbei. Aber Traudl wehrt sich. Traudl wehrt sich. Traudl hat vielleicht die Topspeed. Und Hayes blinkt. Hayes blinkt. LeBron left the session. Gut, der war DNF. Aber Hayes ist vorbei. Holt sich den sechsten Platz. Er zeigt sich wieder. Aber ihr seht, er hat wieder das DRS nicht offen. Er will hier nicht überholen. Und er macht das wirklich. Er macht das wirklich super schlau. Ganz, ganz starkes Rennen. Wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde. Vorletztes Mal Schikane. Vorletztes Mal kürzere Straight. Und wir wissen, Ben hat Probleme im Sektor 1. So, auch hier macht er den Flügel wieder nicht auf. Er fährt nur raus, um seinen Motor zu schonen. Um die Temps im Motor nicht zu hoch werden zu lassen. Ferrari oder Alfa Romeo? Wer holt sich hier den Sieg? Letzte Runde beginnt jetzt. Big Ben oder Yannick? Und jetzt werden wir sehen, die beiden werden alles rauskrallen. Alles, was sie haben. Und wer wird am Ende ganz oben stehen? Ben oder Yannick? Und jetzt kommt der erste Schlagabtausch auf der langen Straight. Aber hier möchte man eigentlich nicht vorbei. Man möchte hier noch nicht vorbeigehen. Die zweite Straight, darauf wird es ankommen. Möchte es Yannick schon? Nein, Yannick möchte es noch nicht. Yannick möchte hier noch nicht vorbei. Yannick lässt es auf die zweite Straight ankommen. Hat Ben den Braten gerochen? Ben hat den Braten gerochen. Und jetzt auf der letzten Straight, die letzten Meter, kommt er hier nah genug ran, kommt er hier zum Überholen. So, DRS, ERS, wird beides durchgeknallt auf dieser Straight von beiden. DRS ist offen. Wie verteidigt es Ben? Kann es Ben verteidigen? Ben kann es verteidigen. Fabian holt sich hier noch die schnellste Runde. Ben biegt als erster in die vorletzte Kurve ein. Ben gewinnt das Rennen in Miami. Vor Yannick, denkbar knapp. Yannick auf der 2, der hatte nicht die Straightline-Speed. Buschi, ja, wie schon erwähnt, wird quasi sicherer Dritter. Buschi auf der 3, macht damit das Podium komplett. Chichi. Und der arme Marc ist Driver of the Day. Big Ben gewinnt das Rennen in Florida vor Yannick und vor Buschi. Und wir gehen auch gleich in den Screen rein, ins Interview. You cannot save me, 'cause I don't need saving.